uns mal hier irgendjemanden gefunden? Okay. Was haben wir denn da an Zaubern? Und Vergiften? Ah, okay, wir werfen einfach mit Vergiftung um uns. Jetzt stirbst du. So, jetzt ist er vergiftet, schön. Was haben wir denn noch so an Zaubern? Zum Beispiel Krankheit übertragen. Weiß ich nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Okay, das Problem ist, wir werden sehr schnell unterbrochen dabei. Wir müssten vielleicht irgendwo auf einen Vorsprung oder sowas. Bleib stehen, du Feigling. So, probieren wir es nochmal. So, tut sich jetzt aber auch nicht viel. Ich wechsle mal kurz auf eine Waffe. So. Gut, auf die Waffe war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die lag halt noch auf 1. Gut, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte mir das Mana noch kurz erhöhen. Wir probieren es mal ein bisschen einfach hier. MP. So, das sollte reichen. Gut, wir haben zum Beispiel noch vergessen. Genau, der vergisst alle Verbrechen des Helden. Brauchen wir jetzt nicht auszuprobieren, weil ist jetzt gerade nutzlos. Wir können auch Leute erschrecken. Meine Knochen. Das sieht cool aus. Schnieke, gefällt mir. Kann man mal machen. Okay, da hauen die also vor allem ab. Ich finde auch den Schrei lustig dazu. Sieht ja aus wie der Schrei hier von Edward Munch. Ich glaube, Munch wird da ausgesprochen, ne? So. Noch ein paar andere Zauber. Der Nebel. Was bewirkt er denn? Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Ein stehendes Nebelfeld wird um den Helden erschaffen und verbirgt ihn vor den Augen seiner Feinde. Aha, da können wir jetzt also durchschleichen wahrscheinlich. Blutrausch. Das Ziel verfällt in einen hemmungslosen Blutrausch. Es greift jeden an, egal ob Freund oder Feind. Sehr schön. Das finde ich gut. Das machen wir mal auf Assam. Du bist eine Herausforderung für mich. Ich bin ja so frech. Ein Skelett beschwören. Gut, das ist jetzt natürlich klar, was da passiert. Kämpfe für mich! So, und da das nicht genug ist, Nacht zu Tag. Bilja gewährt dem Magier Macht über Tag und Nacht. Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang verrinnt in kürzester Zeit und der Held fühlt sich, als hätte er die vergangene Zeit geruht. Dieser Zauber funktioniert nur nachts. Wir haben Nacht, glaube ich, oder? Ach, den können wir gar nicht. Seelenwanderung. Der Magier löst seinen Geist in seinem Körper. Sein Geist kann ungesehen zwischen den Feinden wandeln. Das probieren wir mal aus, einfach so. Cool. Fetzt. Das ist cool. So, wie lösen wir das jetzt wieder auf? Oder löst sich das von allein? Hallo? Muss ich wieder zu meinem Körper zurück? Ich. Hallo, ich? Ja, ich? Ich weiß nicht, wie das zu Ende geht. Ah, okay, wenn wir Enter drücken, dann wird das wieder aufgelöst. Okay, die haben ja hier Spaß und wir sorgen für noch mehr Spaß, indem wir noch einen Dämon beschwören. Los geht's! Bis der Action bringen und wir sehen, der hat auch das Flammenschwert in der Hand. So, was haben wir noch Schönes? Wir haben noch Blitzbeschwörung, können wir leider nicht. Und Armee der Finsternis leider auch nicht. Aber das werden dann wahrscheinlich einfach viele dunkle Gegner sein. So, und da wir gerade in einem lustigen Spielstand sind, gehen wir jetzt mal zu Sorturas. Denn dort können wir auch lernen. Machen wir mal eine kleine Cheat- und Zeigefolge. Du hast dir viel Zeit gelassen. Ja, bla bla bla, Quatsch nicht. Wie seid ihr? Ich will ja eigentlich. Bring mir etwas über alte Magie bei. Genau. Okay, hier haben wir schnelles Lernen. Ich will schneller lernen. Sehr gut. Natürlich willst du das. Du bist ein wissbegieriger Mann. Also nutze deine Zeit. Und nutze deinen Kopf. Du hast ihn nicht nur zum Tragen eines Helms. Nee, gibt ja auch nicht viele Helme hier. Okay, jetzt könnten wir auch hier theoretisch das machen. Wie kann ich leichte Rüstungen richtig nutzen? Du musst sie richtig anziehen. Zieh alle Schnüre, Bänder und Riemen ordentlich an. Aber übertreib es nicht, sonst schnürst du dir das Blut ab.
ein Riesentipp. Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Okay, da sagt er gleich gar nichts zu. Aber das ist ein verdammt wichtiger Zauber, Mana-Regeneration. Wenn man jetzt nicht gerade wie ich unglaublich viel Mana hat, dann können wir dadurch natürlich uns imbar machen, wenn wir als Magier durch die Gegend laufen. So, und hier können wir auch die Tierzauber lernen. Das können hier aus irgendeinem Grund gleich die Wassermagier mit. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann müssen wir erst die Tiere rufen lernen. Adenos schenkt dir seine Magie, damit du hilfst, die Geschicke der Welt zu lenken. Adenos schenkt dir seine Magie. Kennen wir schon. Macht bedeutet Verantwortung. Adenos vergibt sie nicht leichtfertig. Und dafür gibst du das an mich, also wirklich. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, wir müssen erst die Telekinese lernen, die hier gar nicht mit dabei ist. Eis und Kälte sind jetzt deine Waffen gegen alle, die sich dem Willen Adenos in den Weg stellen. So, was haben wir noch? Alte Magie war ja nix. Weg des Wissens. Schlösser öffnen. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann müssen wir natürlich erstmal die Telekinese lernen. Macht bedeutet Verantwortung. Adenos vergibt sie nicht leichtfertig. Ja. Macht bedeutet Verantwortung. Den Spruch kennen wir mittlerweile schon. Eis und Kälte sind jetzt deine Waffen gegen alle, die... Kennen wir auch schon. Adenos schenkt dir seine Magie, damit du hilfst... Wir können einen Goblin beschwören, das ist ja lustig. Adenos schenkt dir seine Magie. Ach, Saturas, du nervst ein bisschen, muss ich sagen. Okay, jetzt haben wir das. Wir haben fast alles gelernt, außer das höchste Wissen der Wassermagier. Lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. Dieses Wissen ermöglicht dir, die wahre Macht der Zauber Adenos zu entfalten. Du wirst die Natur verstehen und sie wird deine Zauber stärken. So, gelernt Wassermagier. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Müssen wir gleich mal schauen. So, wir können jetzt eigentlich alles, außer das, was wir bei Nefarius theoretisch noch lernen können. Diese Eisexplosion. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach, was das bedeutet, Wassermagier. Ist das hier mit Wassermagier? Zauber der Wandlungsmagie werden effektiver, sie machen nahezu doppelten Schaden und halten um die Hälfte länger. Interessant. So, haben wir denn hier noch... Myxel muss doch hier auch noch irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass der uns noch Zusätzliches beibringen kann, aber kann ja sein, kann ja sein. Myxel, bist du hier in... Nee. Ich weiß ehrlich nicht, wo Myxel ist gerade. Die sind auch ein bisschen... Ach, hier hinten, ne? Die sind auch ein bisschen verwirrend, die Ruinen manchmal. Muss ich schon zugeben. Genau, da ist er. Vorsicht! Schon gut. Ich... Bla, 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 kennen wir alles schon. Okay, hier haben wir gar nichts, was wir irgendwie machen können. Wegen dieser alten... Ja, ja. Das okay, das ist bloß der Kram. Was wir damals schon hatten, ist also alles nichts Besonderes. Erzähl mir... Das Unschritt hier. Kannst du mir etwas... Ja, es ist mir gelungen, einige Zauberformeln zu entziffern. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas, was wir neu lernen können? Nee, bloß alte Magie. Und bringen wir etwas über alte Magie bei. Nur Mana erhöhen, was wir nicht brauchen. Genau. Okay, haben wir also nichts mehr. Dann muss Myxel jetzt immer... Nee, komm, wir gehen woanders hin. Ich will nicht schon wieder die Wassermagie fertig machen. Go to... Nehmen wir mal Tarkos, warum nicht? Mit Freizeichen am besten noch. So. Muss der jetzt mal dienen hier. Achso, der ist ja schon tot, aber wir haben ja noch seine Kumpels. So, da haben wir jetzt hier die Wandlungsmagie. Telekinese. Hör auf mit der Magie! Können wir jetzt das Schwert uns zum Beispiel holen? Hör endlich auf mit der Magie! Genau, da kommt das zu uns ran, das ist auch ganz cool. Was haben wir hier? Tiere rufen. Wirkt das hier? Ich weiß nicht, in welchem Umkreis das wirkt. Aber wir haben ja Löwen gleich um die Ecke eigentlich. Ich weiß nicht, ob die bis hierher kommen. Müssen wir mal schauen. Scheint aber nicht zu reichen. Das ist schade eigentlich. Das Problem mit dem Zauber ist, so viele Tiere hat man eigentlich in der Regel nicht um die NPCs drumherum. Da ist meistens ja schon eine große Lücke. Das macht ein bisschen nicht so effizient, muss ich sagen. So, zähmen ist auch ganz cool. Haben wir jetzt hier natürlich gerade kein Tier in der Nähe. Wieder dasselbe Problem. Oder?
irgendein Tier. Wir können natürlich auch an den Tieren das Ganze probieren. Hier drüben ist eine Höhle. Da wird auch irgendein Tier sein. So, vielleicht auch ein Löwe oder sowas. Nichts dagegen, einen Löwen zu zähmen. Eine Eidechse, na klar. Komm schon. Unmöglich. Ach, schade. Hier, Gobbo, zählst du als Tier? Unmöglich. Zählt auch nicht als Tier, schade. Gut, lassen wir das. Also ich nehme an, der wird dann als Begleiter in Blau dargestellt und so mit uns kämpfen, wie es die anderen NPCs auch tun. Wenn wir die als Gruppenmitglieder dann bei uns aufnehmen. Ach, weißt du, machen wir mal hier Spawn Lion. Das wird doch bestimmt so sein, oder? Nee, verdammt. Muss ich mal kurz schauen. Ich wollte mal was ausprobieren. Genau, ich hatte gelesen, dass es Walross irgendwie mit in der Auflistung gab. Das fand ich bizarr. Oder wurde das groß geschrieben? Spawn. Walross, genau. Das ist. Gibt's Walrösser? Das ist ein Wolf! Das ist doch kein Walross! Was zur Hölle? Unmöglich. Warum. Das verwirrt mich total. Okay, da ich die Codes jetzt ansonsten auch nicht auswendig weiß, lassen wir es jetzt auch mal einfach mit dem Tierzauber hier. Warum steht da Walross dran? So, können wir den einschläfern? Geht das? Nö, okay. Aber mit Einschläfern ist ja klar, was passiert. Wenn wir das jetzt auf einen Menschen anwenden, dann wird er halt eingeschläfert. So, Goblin beschwören, ist klar. Kommt uns ein Goblin zur Hilfe. Und der ist dann auch hier ein Teammitglied bei uns. Auch ganz witzig. So, wir können nochmal hier kurz zu Zarkos. Versuche hier keine Zaubertricks. Weißt du was? Du kannst mich mal. So. Deal with it. Wieder eine von diesen elenden Kreaturen. Was haben wir noch? Tiergestalt. Okay, da müssten wir jetzt ein Tier in der Nähe haben. Was soll denn jetzt gerade los? Da müssten wir jetzt natürlich ein Tier in der Nähe haben, um das irgendwie umsetzen zu können. Das bringt nichts. Weil wir ein Vorbild brauchen. Wollen wir nochmal das Walross reinbringen? Das kein Walross ist? So nicht. Okay, ich nehme an, das wird einfach sein, weil das kein normales Tier ist. Ich weiß aber nicht, ob die Wölfe einfach nur Wolf sind. Nee, das Problem ist, die haben meistens noch irgendwas anderes mit dran am Namen. Deswegen weiß ich sie jetzt nicht auswendig. Okay, ist also sehr viel, bei dem man andere Tiere braucht. Die Eisexplosion können wir leider nicht. Der Held verschießt Eispfeile, die seinen Feinden Schaden zufügen in alle Richtungen. Okay. Eiswelle können wir mal ausprobieren. Und zack. Wow. Das hat ja Spaß gemacht. Also ist natürlich jetzt auch, weil ich so hochgelevelt, so hochgepowert bin. Aber das ist schon cool. Muss ich mal so sagen. Jetzt haben wir noch Schlösser öffnen. Ist klar, können wir an Truhen und Türen rangehen. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man dann keine Dietriche ständig verbrauchen muss. Zeitblase. Können wir nicht, okay. Golem beschwören können wir auch nicht. Weiß ich nicht, wo man die Sachen lernen kann. Und den Hagelsturm auch nicht. Vielleicht ist das dann nur bei bestimmten Wassermagier-NPCs. Das ist durchaus möglich. Wir gehen mal zu Milton. Achso, der ist ja noch, verdammt. Okay, den können wir sowieso nicht so hin. Go to Robar. Wir gehen mal dahin, weil ich kurz das ausprobieren möchte. So. Bei dem können wir nur kaufen. Erstmal möchte ich kurz mit ihm reden. Willkommen, Reb. Ja, das kennen wir ja eigentlich soweit. Wieso? Ich will nur schauen, ob der uns auch Quests geben kann. Was ist dir? So. Bla 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 bla. Ich habe es geschafft, Mutana ist frei. Ah ja, stimmt. Das haben wir ja gemacht. Genau, also für ihn müssen wir auch herausfinden, was Xardas plant. Genau dasselbe eigentlich. Ich habe es geschafft. Mirtana ist frei. Du hast unser Volk und unser Land von der Knechtschaft befreit. Ruhm und Ehre den Erwählten. Gut.
Da gibt es dann nicht mehr Erfahrungspunkte für. Das ist ja so traurig. Okay, ich wollte aber eigentlich gar nicht zu Roba. Ich wollte zu dem Feuermagier, dessen Namen ich vergessen habe. Hier oben, Charybto. Genau. Da bist du ja endlich. Ich bin... Lass uns kein... Was will... Die Runenmagier. Xardas? Ja, wir das müssen kennen wir alles. So, ich wollte aber eigentlich lernen bei dir, genau. Erzähl mir mehr über das alte... Die Arte... Du musst... So, hier, jetzt geht's los. Alte Magie... Bring mir etwas über alte Magie bei. Gibt's bestimmt nichts außer altes Wissen, genau. Alchemie... Lehre mich das höchste Wissen der Feuermagier. Was ist denn mit dem niederen Wissen? Lehre mich das höchste Wissen der Feuermagier. Dieses Wissen verleiht allen Zaubersprüchen des Feuers große Stärke. Dieses Wissen ist das höchste Geschenk von Innos selbst. Die wahrhaftige Macht des Feuers ist mit dir. Okay, das ist dann also dasselbe, wie wenn wir jetzt diesen Wassermagier-Zauber lernen. Der hat hier oben aber keinen Schrein. Ich würde jetzt eigentlich gern mal zu dem Kloster hoch. Ich weiß aber leider nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht muss ich doch mal kurz in die Quest, in die Cheatliste schauen und mir bei NPCs den Milton raussuchen. So, anzeigen. Suchen Milton. Der ist einfach nur Milton, aber das hat doch nicht funktioniert gerade. Vielleicht ist es wirklich, weil der im... Jetzt geht's. Aber weil der noch hier im Kampf ist. Die haben mittlerweile aber alles... Vielleicht auch doch noch nicht alles befreit. Okay, das bringt mir aber nichts hier. Ich wollte eigentlich hoch zum Kloster. Und da ist Milton ja jetzt noch nicht. Das Problem ist, wen haben wir denn da oben gehabt? Ach Gott, jetzt müsste man die Namen wissen. Da gab es Inostian, glaube ich. Ich glaube, da gab es einen, der hieß Inostian. Go to Inostian. Gibt's. Das funktioniert. Sehr gut. Ah, ein Traum. Was willst das du? Das hat geklappt. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Bis. Obwohl du. Das kennen wir schon, ja, ja. Ich muss mich entschuldigen. Wie denn? Nur irgendein. Ich hoffe. Das kennen wir alles. Ich bin auf der. Dieses Kloster. In und Dargott. Ja, ich wollte aber eigentlich beten. Ja, genau, beten. Ich wollte eigentlich. Danke, Nostian, du hast mich gerettet. Warum wächst du? So, ich wollte aber eigentlich nicht hier direkt zu den Leuten im Kloster. Ich wollte... Ach, komm schon. Ich wollte zum Innos-Schrein. Also wir können einerseits natürlich hier zu dem Innos-Schrein gehen, aber warum zu dem gehen, wenn wir auch einfach zum richtigen Innos-Schrein gehen können? Zum einzig wahren Innos-Schrein. So, da können wir nämlich nochmal kurz uns die Imba-Feuermagie anschauen. Niemand... Leck mich. Er hat uns verdammt stark aufgehalten, muss man schon sagen. Das war eine super Wacharbeit. So, hier oben ist er jetzt keiner. Also Milton dürfte ja auch noch nicht da sein. Und wir können mal ungestört mit Innos sprechen. So, Innos. Innos, ich will für dich kämpfen. Erfahre meinen göttlichen Willen. Oh. Für Innos! Es ist an der Zeit, das Chaos zu beenden und die Welt neu zu ordnen. Ich bin das Feuer des Lebens. Der Diener Belias muss fallen, damit die Flamme der Ordnung erstrahlen kann. Töte den Anführer meiner Feinde! Töte Zuren! Du hast Großes vollbracht. Das Volk von Myrtana ist frei und die Orks sind besiegt. Wähle nun selbst, welche Macht du besitzen willst. Okay, schön. Also wir können hier... Das wollte ich eigentlich gar nicht... Siehst du mal, hier kriegst du ein Flammenschwert. Das ist ja cool. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt machen, aber so können wir uns das auch mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir für einen Gott kämpfen. Also bei Belia ist es im Prinzip ähnlich. Da steht der Tempel halt in Bakaresh rum. Und da gibt es auch den einen Schrein, an den wir gehen können, um wirklich mit dem Gott zu sprechen. Und hier sprechen wir jetzt mit Innos persönlich und können uns hier ein bisschen was aneignen. So, haben wir durch jetzt hier ordentlich unsere Stats gemaxt. So, können aber auch... Nein,
Ich bin nicht bereit dazu. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier... Was mich mal gerade interessieren würde, können wir Go to Innos eingeben und kommen dann hierher? Nee, schade. Ich drücke mal Escape statt auf die Dingens-Taste. Okay, das ist schade. Ich dachte eigentlich, wir können bei ihm lernen. Mir war so. Na gut, dann gehen wir an den Dingens nebenan, an den Altar. Und machen das dort noch. Ich wollte ja eigentlich wirklich nur noch hier die Zauber mal zeigen, damit ich die auch mal gezeigt habe. Und das wird eine lange Extra-Folge, glaube ich. Also ich wollte das jetzt eigentlich in eine Folge packen, aber das ist, glaube ich, viel zu viel, um das in eine Folge zu packen. In der wir einfach mal so sinnloses Zeug zeigen. Innos. So. Gewähre mir die Kraft deines Segens. Okay. Dazu bin ich noch nicht bereit. Wir müssen erst das Licht... Ach, sinnlos. Okay, Licht. Dazu bin ich noch nicht bereit. Natürlich. Krankheit, Heilung, Vergiftung, Feuerball. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Dazu bin ich noch nicht bereit. Ach, haben wir den hier... Okay. Dazu bin ich noch nicht bereit. Dann brauchen wir die Flammenwelle, natürlich. Immerhin den Feuerregen können wir dann. Die Frage ist, wo können Gewähre wir Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Die Frage ist, wo können Dazu wir jetzt bin ich noch nicht das bereit. Böses vernichten Dazu und bin ich noch nicht bereit. Die Flammenwelle lernen? Das weiß ich nicht. Dann muss es vielleicht auch mal einfach dabei bleiben, bei dem, was wir jetzt haben. Haben wir halt nicht alles, aber zumindest ein paar Sachen haben wir mal gesehen. So, und dann probieren wir das doch mal aus. Licht. Ist klar, Licht. Mal schauen, wie das aussieht. So. Da hakt es ganz schön, ne? Wenn die Zauber einsetzt. Okay, das Licht bleibt dann auch nicht an der Stelle, sondern bewegt sich mit uns mit. Das ist cool. Ist natürlich insofern praktisch, wenn man keine Fackel tragen will. Krankheit heilen ist klar. Wir können uns selbst jetzt hier heilen. Also wenn wir von Krankheit befallen sind, was nicht der Fall ist. Vergiftung heilen dasselbe. Wir entgiften uns. Also Innos Magie ist auch so ein bisschen eine Heilungsmagie. Genauso können wir jetzt hier uns das Leben wieder aufpushen, wenn da was fehlt. Den Zauber haben wir aber auch schon bei den Wassermagiern gesehen, wenn wir die angegriffen haben und nicht vollends getötet haben. So, Fernheilung können wir jetzt nicht, aber damit könnten wir andere heilen. Das Flammenschwert rufen ist immer noch ein Zauber, okay. Feuerball. Sieht aus wie ein Feuerball. Okay, Böses vernichten können wir jetzt leider nicht. Innos Licht erstrahlt und vernichtet die Diener Belias. Die Wirkung ist abhängig von der Stärke des Gegners und dem alten Wissen des Helden. Okay, das wäre bei uns jetzt wahrscheinlich sehr verheerend. Flammenwelle, ein Ring aus Feuer breitet sich um den Helden aus und verbrennt seine Feinde. Haben wir jetzt schon als Eiswelle gesehen, ist wahrscheinlich dasselbe. Ist auch auf derselben Position, sehe ich gerade. Wort der Herrschaft, du sollst mir folgen, sprach Innos. Und der Mensch gehorchte. Weiß ich nicht, wie genau das ist. Voraussetzung Flammenschwertruf, okay. Also hier gibt es noch einige Zauber, die wir jetzt gar nicht lernen können, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Vielleicht kämpft dann einer, der eigentlich unser Gegner ist, für uns. Waffensegen. Gesegnete Waffe verursacht mehr Schaden, die Wirkung ist permanent. Das ist genau wie das Schleifen einer Waffe, das Schärfen. Wir können nochmal plus 10 Waffenschaden draufkriegen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache, muss ich sagen. Meteor, der Held ruft Innos, damit er einen seiner Feinde erschlägt. Würde mich verdammt interessieren, wie das aussieht, aber ich weiß halt nicht, wo wir es lernen können. Das ist halt schade. Machen wir noch den Feuerregen? So nicht. Nein. Okay, wenn es so nicht geht, würde ich sagen, nehmen wir uns mal ein zufällig ausgewähltes Opfer. Oh, Zoom schläft sogar nachts. Wow! Was ist denn hier los? Bleib stehen, du Hund! Stirbt! Loderndes Inferno! Alter! Okay, das ist cool! Das ist verdammt geil! So, stellen wir uns hier oben hin und machen von da aus einfach mal Tod und Zerstörung. Das ist cool, das gefällt mir richtig gut. Wir können natürlich auch mal die Eiswelle nehmen. Die war ja auch so schön. Ich will dich töten.
Ich glaube nicht. Sterbt. Da. Okay, ich bin zu nah dran, verdammt. Da. Mist. Muss ich wieder hier hochhüpfen? Wie habe ich das denn gerade gemacht? So, okay. War ich jetzt ein bisschen zu nah dran, das ist natürlich ärgerlich. So, aber jetzt sollte es doch passen. Zack, wunderbar. So, müssen wir bloß ein bisschen auf Entfernung sein, dann können wir ja richtig schön morgen. Das ist geil, das macht Spaß. Sorry, liebe Tänzerinnen, ich bin gerade im Blutrausch. So, die Löwen, ich weiß gar nicht, kämpfen die auch? Ich glaube schon, ne? Ah, jetzt auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir nochmal das Schwert rausholen. So, okay. Haben wir noch irgendeinen coolen Zauber? Machen wir hier einen Feuerball. Ganz einfach. Du sollst den hier eigentlich beschießen. Okay, haben wir hier noch einen extra? Nee, okay. Ich dachte gerade. So. Okay, mit dem Feuerball ist natürlich insofern gut, weil der relativ schnell geht. So, und damit können wir auch auf die Entfernung ziemlich gut töten. Nochmal den Feuerregen. Der hat so einen Spaß gemacht. Der Rosul ist sofort in Flammen aufgegangen da hinten. Das Schöne ist, wir kassieren auch keinen Schaden dadurch. So, Kasim, still. Ein Traum. Ein absoluter Traum. So, zu Tod und Zerstörung. Hallo? Bist du gerade gestorben? Kann man eigentlich mehrere beschwören? Oh ja, oh ja, das ist... Ah nein, der andere stirbt dann. Das ist schade. Ich dachte gerade schon. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man mehrere davon hätte beschwören können. So, wüten wir noch ein bisschen rum. Okay, jetzt ist der Dämon aber noch am Leben. Nein, schade. Der stirbt also auch, wenn wir so einen Zauber einsetzen. So, machen wir es doch mal so. Der funktioniert nämlich auch indirekt, da muss man keinen direkten Sicht haben auf den Gegner. Ich bin so böse. Das ist so fies, was ich mache eigentlich. Komm schon. Ah, schade. Okay. Der braucht halt doch relativ lang. Das ist halt schade dabei. Okay. Event kriegen wir nicht mehr, aber jetzt haben wir mal auf die schnelle Ishtar befreit. Kann man mal machen. Warum nicht? So, mit dieser heroischen Musik möchte ich diese Spezialfolge, in der wir einfach mal gecheatet haben und Unfug gemacht haben, so gut wie beenden. Eine Sache möchte ich noch machen, das hatte ich ja erwähnt, dass ich das machen möchte. Ah, hier vorne steht auch noch ein Dämon von uns rum. Hallo? Oh, der ist tot. Okay, von dem kriegt man dann auch das Dämonenschwert. Genau, eine Sache möchte ich noch machen, was ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, dieser Spezial-Cheat-Folge. Und zwar beschwören wir uns mal zum Beispiel, den nehmen wir denn mal, keine Ahnung, Spawn Angar. So, nehmen wir mal Angar. In den könnten wir uns jetzt reinversetzen. Was schleichst du hier rum? Hat das nicht so funktioniert? Verdammt, wie ging das? Ich hab's vergessen, scheiße. Das tut mir leid. Ich hab grad vergessen, wie das ging. Musste ich einfach nur O drücken? Nein. Oh, da muss ich nochmal nachschauen. Das möchte ich euch nämlich noch gern zeigen. Das sorgt zwar für Probleme und danach kann man auch dann wirklich nicht mehr den Spielstand speichern meistens. Aber das ist trotzdem ganz cool eigentlich. So, wo ist denn das hier? Werkzeuge, Waffen, Teleportsteine, sonst... Gehen wir mal bei Sonstiges hin. Wobei das vielleicht nur die sonstigen Gegenstände sind. Ja. Tja, wie machen wir das jetzt am blödsten?
Oh, Mist, ich weiß nicht, was die... Wo das war. Amulette, Fähigkeiten, Kisten, Pakete, Kleidung, Körperteile, Magie, Monster, Nahrung, NPCs, Objekte. Gibt's denn hier keins für, einfach nur für die Ausführung von irgendwelchen Befehlen? Das ist gerade die Frage, die ich habe. So, ist es hiermit? Ich glaube, es gefunden zu haben, aber ich habe es noch nicht ganz gefunden. Steuerung links und... Welches ist es denn? Ich dachte eigentlich immer O. Navigationssatz, teleportieren, teleportieren. Haben die jetzt etwa rausgenommen? Passiert das Spiel an, startet neu. Steht nicht mehr mit drin. Gibt's das denn nicht mehr? Das wäre ja schade. Das war eigentlich immer ziemlich cool. Okay, wir können aber zumindest uns durch die Gegend teleportieren auch. Indem wir Steuerung und K drücken. Mit Steuerung und H können wir uns auch nach oben teleportieren. Ganz wie in alten Zeiten. So machen wir das nochmal, um wieder hochzukommen hier. Früher konnte man mal mit Steuerung und O... Hey du, was schleichst du hier rum? ...in die Gegner, in andere Reihen versetzen. Aber das funktioniert nicht mehr, wie es scheint. Das ist sehr schade, denn das wollte ich eigentlich noch zeigen. Na gut, funktioniert es halt nicht. Dann belassen wir es bei dem, was wir jetzt schon an lustigen Sachen gesehen haben. Also wir sehen, es geht viel mehr, als wir jetzt natürlich gemacht haben, so im normalen Spiel. Aber wir belassen es dabei. Man muss ja irgendeinen Weg einschlagen. Deswegen belassen wir es bei dem, was wir jetzt hatten. Wir könnten auch noch mit Schmiedekunst, Diebeskunst, Alchemie irgendwelche lustigen Sachen veranstalten. Aber ist jetzt alles nicht so spannend dann. Wir können noch mal kurz uns anschauen, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier mit Doppelschwert kämpfen. Waffe weg! Ist das denn irgendwie... Es ist schneller. Es ist verdammt viel schneller, habe ich das Gefühl. Steck endlich die scheiß Waffe weg. Und das macht natürlich die Sache auch viel interessanter dann. Also, da kann man dann viel besser kämpfen, auch mit dem Doppelschwert. Bleibt uns jetzt leider verborgen, diese Fähigkeit im normalen Spiel. So, damit möchte ich es dann jetzt aber auch lassen. Wir haben lang genug Unfug getrieben und sehen uns im normalen Spiel wieder, wenn wir dann anfangen, Ishtar zu befreien. Ich glaube, es wird gleich das erste sein, was wir durchführen wollen. Denn das muss mal sein, oder? Okay, bis dahin, wir sehen uns und tschüss.